Leider sollen wir das nicht. Und damit willkommen zum Rennen in Ungarn hier, Finale Liga 2. Kurzes Qualifying, dann direkt ab ins Rennen. Ich bin der Lemon und ich hoffe, der Mick ist auch da. Ich habe nämlich keine Ahnung. Einen ja, wunderbar. Schönen Donnerstag, hätte ich gesagt. Ja, ich weiß ja nicht. Alles gut? Alles gut. Ich hoffe, du hast Game Sound, weil ich habe nämlich keinen irgendwie gefühlt. Ich habe gerade, habe ich keinen Game Sound, aber das wird sich innerhalb von einer Minute ändern, wenn ich mein Headset anstecke. Ja, nee, ich habe nämlich gar keinen. Ich glaube, das ist der altbekannte EA-Bug. Ich hoffe, die Leute. Ja, dann musst du auf Start drücken und dann einmal wieder zurück. Ah, wunderbar, siehst du wohl. Danke, Mick. Wenn du mich nicht hättest. Ja, wenn Ungarn, ich dich... meine lieben Freunde. Eine schöne Strecke. Da bin ich sehr schnell. Und ja, ich sehe Sonne und wir sehen Fahrzeuge draußen. Genau, so schaut's aus. Der gute Gunny ist auf Outlap, der Sporty ist auf Outlap, heute wieder am Start der WM-Leader. Für den geht's ja heute gegen Marekson noch um den Titel. Marekson, ich glaube, 21 Punkte hinter Sporty, also prinzipiell Sporty braucht bloß ins Ziel fahren und schon ist er Weltmeister. Ja. Aber wer weiß, was alles passieren tut. Der ist ja frisch erholt aus seinem Kroatien-Urlaub zurückgekehrt. Und hat vielleicht noch nicht ganz den Rennflow wieder intus. Fährt hier auf alle Fälle auf Mediums. Wir gehen direkt mal drauf auf Gunman. Der ist auf der erste, glaube ich, auf der schnellen Runde. Was kann Dani uns im ersten Sektor präsentieren? Wir haben eine... Schade, dass es heute nicht regnet wie in Liga 4. Das ist richtig. Der gute Lackschuh hat sich jetzt der was zuvor dann geholt, weil er hier in Ungarn sehr hungrig ankam. Haben eine 27,5 im ersten Sektor. Geil. Ich habe leider keine Zeiten. Alle finden sie wie die Autos. Also ich zumindest. Erstmal Grüße an den Chat. Ich habe euch auch vermisst. Ja, ich weiß nicht, ob du was lesen kannst im Chat. Ich sehe nichts im Chat. La 116816. Und ich glaube, wir haben auch bis jetzt außer mir keinen weiteren Zuschauer. So sagt mir zumindest mein Handy das. Ah. Pocke 116612. Dann wird es ja vielleicht doch noch was mit dem Sieg. Dani schiebt sich auf die 3 mit einer 1.16.920. Wir gehen auf Sporty, der auf seiner schnellen Runde ist. Mit Mediums. Was kann der WM-Leader hier hinzaubern? Fun Fact, Dani hat die Nummer 3. Jetzt aber nur noch die Nummer 4. Sporty 1.17.042, damit schneller als das Mettbrötchen auf Soft. Warum ist der nur auf 17.0? Da fehlen ihm 4 Zehntel auf, starke Runde von dem Raziel. Raziel mit Bestzeit 1.16.22, langsam putzen hier auch die Zeiten, aber ich denke mal, spätestens wenn Sporty nachher nochmal die Soften aufziehen wird, der wird sich erstmal warm fahren, gehe ich mal von aus. Ah, hat er gar nicht die Soften, das muss man mal gucken hier. Nee, Sporty fährt Mediums. Ach, mediale Mediums. Patrick auch. Patrick fährt auch mit dem mittleren Reifen. Ja, erstmal zum Warmfahren. Gehe ich mal felsenfest von aus. Ja, vor allem für die Jungs. Für die Jungs, die vor allem F1-24 schon massiv gespielt haben, ist das ja... Gut, nach dem Patch nicht mehr ganz so ein großer Unterschied, aber
Doch nur ein kleiner. Ja. Wir fahren volles Qualifying, ne? Nein, wir fahren, glaube ich, kurzes. Möchte ich sagen. Es stand heute im Chat im Dings kurzes Quali. Das sehe ich ja. Ich bin da nicht ganz, ich bin da nicht schnell. Bin ja nicht so. Ich habe ja. Bin nicht so schnell. Racer legt auf alle Fälle auch eine gute Zeit in 1:16.388, schiebt sich auf P2. Patrick mit dem Mediums 1:17.462, schiebt sich auf 11. Währenddessen Daniel DX jetzt auf eine schnelle Runde geht. Ja. Der Und Teamkollege von Marekson im Alpha. im Paddock Club in der Box auch wieder tote Hose. Also mein Nicht Getränk schlecht. nicht auf, weil ich so schwach bin. Ich kann nichts trinken, das ist toll. Obwohl es zwar eine Pollenhitze und ich kann nicht trinken. Also ich weiß auch nicht, Ja. hast du was zu trinken dabei heute? Ne, ich habe selber heute auch kein Kühles dabei. Guten Abend, Fussel. Ich krieg hier im Bulli die Getränke nicht auf. Bin einfach zu schwach. Daniel 552 im Mittelsektor auf Soft. Ja. Kommt Patrick. jetzt gleich über die Linie, dürfte aber nicht sonderlich weit vorne vermutlich mal landen in der Runde. 1:17.131 von Daniel, damit der Schwächste, was die Softbereifung bis jetzt anging. Ja. Wir haben jetzt Buttercar auf der schnellen Runde, der jetzt dann nächstes kommt. Dann, nee, der ist schon schnell gefahren. Also Buttercar im Moment. Der jetzt mit einer schnellen Runde. Und ja, ich bräuchte vielleicht Privattraining von Vico, damit ich immer die Flasche aufbekomme. Weil ich möchte hier nicht im Bulli verdursten. Ich glaube, bei dir ist es genauso. Ja, genau, aber das Bier ist alle. Ja, Buttercar, Fussel, genau. oh! Bei mir wäre das nicht passiert. Ein Bulli ohne Getränke ist kein Bulli in der RDO. Ja. Was soll ich dazu sagen? Hat mir vergessen einzukaufen. Wir schauen Sporty zu, der jetzt das erste Mal mit Soft auf seine fliegende Runde geht. Ey, den Sport, wenn ich sehe, da schmelze ich vor Wut. Da schmelze ich vor Freude. Wie schnell er fährt, das ist unglaublich. Sie Da ist der ein Name im 27 Programm, Sporty. 214 im ersten Sektor, 4 Zehntel schneller als bei seiner PB, die auf Mediums natürlich war. Hat aber Purple angezeigt. Ich weiß aber nicht, ob das immer so angezeigt wird. Mittelsektor kommt da gleich über die Linie 54.011. Das wird die erste 1:15 heute. Das wird die erste 1:15er Runde. Da Ich lege dachte ich schon, mich fest. 1,14. 1,14 wäre nicht schlecht. Und Und er kam da und jawoll! siegte 1:15.652. 600 schneller als Raziel, der derzeit auf der T2 steht. Ja, Baumrunde. Sporty knallt eine Runde raus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich bin Der absolut begeistert von diesem Mann. Wenn ich eine Frau wäre, gleich nach dem Date fragen. Lisa. ist mein Stand der Fussel ist, dass wir ein kurzes Q haben und dann direkt rennen, also kurzer Abend heute. Marikson, Ah, der okay. WM-Konkurrent, ist auch auf fliegender Runde, wird sich wahrscheinlich verbessern, muss auch sich verbessern, um nochmal eine kleine Chance überhaupt zu haben. Und schiebt sich auf die 4 mit einer 1:16.402. Matti ist langsam. Da kommt der gute Gani. Kann er sich verbessern? Ist etwas drinne?
Jawohl, schiebt sich auf die 7, eigentlich den 558. Mikesh bis jetzt der einzigste noch ohne gezeitete Runde. Ja, Versucht der aber kommt jetzt, gleich. ja, versucht jetzt gerade sein Glück. Der ja gestern mit kommentiert hat. Also, der hat so ein schönes Overlay. Da wünschte ich selbst glatt. Oh, Raze hat aufgegeben. Ist er eingeschlagen? Er ist eingeschlagen. Kurve 4. Anfang Sektor 2 hat er die Karre verloren. Ja, Das wird McLaren gar nicht schmecken. Puzzle tippt schon. Sporty 1, Racer 2, der wollte 3. Na, damit ist ein Tipp schon mal passé, da ja Racer schon raus ist. Also sag ich jetzt mal Sporty 1, Raziel 2 und Marikon 3. Ja, Patrick mein Tipp schießt sich wird. aber auf die 3. Ja, Matti sage ich schon. Mein Tipp wird schon ganz einfach: Sporty auf 1, 2 und 3. Gut, Mika schiebt sich auf die 3. 1, 16, 0, 9, 0. Jetzt Butter bei den Fischen, also wirklich. Ich denke, Sporty 1. Marikson auf die 2. Hocke auf die 3. Das Nüsschen hat er letzte Woche seine ersten Pünktchen geholt. Ja. Da war bestimmt happy. Lavolto auf persönlicher Bestzeit könnte sich so vor Racer schieben auf die 5. Da wollte er ungültig. Ja, Lavolto hat ungültig. Was Aber Quatsch für ein fährt. Scheiß. Oh, fährt ja fast in die Boxenmauer. Leute. Dann schauen wir mal bei einem guten Lau zu. Eieiei. Ist langsam. Brauchen wir gar nicht mehr darüber diskutieren. Daniel auf PB-Kurs. Ist aber auch ungültig. Immer diese ungültige Rundenzeiten, das ist unglaublich. Mikesh wird wohl auch nichts mehr jetzt kommen. Der wird in die Box abbiegen und dann werden sie sich alle auf ihren letzten Schuss so ein bisschen vorbereiten. Außer Matti. Matti hat Bock. Matti fährt wieder raus. Na, Betty hat immer Bock. Lahe ist auch schnell. Ich war wohl. Der fällt in die Box. Er mag nimmer. So, ab geht's für Matti. Was kann das Brötchen aus Matt jetzt hier in Ungarn aus seinem Fahrzeug zaubern? Und da dreht er sich. Anscheinend nix. Nee. Zum Glück hat er nicht keinen Schaden am Fahrzeug. Genau, und kann jetzt wieder an die Box kommen und noch mal einen schnellen Versuch starten, auf alle Fälle, dann so viel Zeit sollte Ja, sein bei 1 der 17. Reifensatz ist kaputt. Da wird auch jetzt ganz vorsichtig fahren, auch nichts mehr bringen. Er muss zurück in die Boxengasse. Er hat noch 4 Minuten Zeit, um in die Box zu fahren und dann wieder rauszufahren. Ist machbar. Ist machbar, ja. Fussel tippt schon das Rennen. Mikesh auf 1, 2, Bottrecker und 3, Bernd Mailänder. Ja, mein Rennen wäre Sporty auf 1, Pocke auf 2, ja. Und Marixen auf der 3. Ja, ihr geht alle mit Sporty als Weltmeister. Schließe ich mich einfach Sporty ist mal an. sportlich, ne? Ja, Sporty, sportlich, sportlich. Sporty 1. Marikson 2, Raziel 3. So. Und Marikson ist der Erste, der jetzt auf die Outlap geht, genauso wie King Kong Basti. Was, King Kong Basti? Ja, King King Basti. Ach so. King King. Hast du gerade King Kong Basti gesagt? Genau, ich habe King Kong Basti rausgehauen. King Kong. King Kong Basti hört sich auch nicht schlecht an. Aber besser wie Autolos Skandal oder
Gewiss Zufahrt. Ja, aber autolos ist ein Auto immer los, also. Ja. Und Sportzigarette ist auch nur sportlich unterwegs mit der Zigarette. Ne? so, und Marichon, jetzt gib ab. Marichon geht jetzt auf eine schnelle Runde, muss jetzt was beweisen. Wenn er da vorne nochmal eingreifen will im Oh. WM-Kampf. Zwei Fahrzeuge aus der Box raus. Würde das behindern? Das erste nicht, das zweite auch nicht, alles schick. Gut gelöst von den zwei. Jetzt kommen die anderen auch langsam alle auf Outlap raus. Ja, aber Und Marixen macht langsam. ja, Marixon hat die Runde bereits abgebrochen. Und Lahe jetzt auf der Schnellen, glaube ich. ja, ich bin bei King King Basti drauf. King Kong Basti, okay. Ja, bei King Kong Basti bin ich drauf. Oh, das ist schlecht. Könnte jetzt behindert werden. Oh, das wird Zeit gekostet haben, aber trotzdem PB im ersten Sektor Aber ungültig, ne? ist Oder? ungültig. Ja. Ja. Aber wo hat er sich denn ungültig gefahren? Das frage ich mich auch. La ist auch langsam. Kriegen sie alle gerade nicht richtig zusammen, die ihre Runden? Jetzt fahren sie alle auf einer Schnellen. Wer ist denn noch in der Box? Ach, das ist Razer. Ja, Razer, der kann sich jetzt nicht mehr verbessern. Also, wenn jetzt sich die Leute hinten dran alle verbessern, dann hat er ja in sauren Apfel beißen müssen. Jetzt Geht Sporty auf die Fliegende. Da sitzt man natürlich drauf beim Dick. derzeit schnellsten. Da hinten geht es gerade ein bisschen ab. 30 Sekunden noch. Das will jetzt. Oh, der Red Bull lässt hier Platz und da ist der Daniel ganz schön da dran. Sektor 1, Sporty mit 27,355, langsamer als ihn bisher bei seiner schnellsten Runde. Vielleicht hat er ein bisschen Reifen geschwommen. Nein, Sporty fällt gerade aus. Sporty bricht ab. Ja, das Marixon war's. dreht sich weg. Marixon dreht sich weg. Boah. Keine Chance Wild. mehr für Marixon. Dann guck mal beim guten Mikesh. Der ist ungültig. Oh, Botaka ist auch ungültig. Patrick ist noch auf einer schnellen Runde. Oh. Gelb ist nicht weiter interessant, weil Platz gelassen. Ich dachte schon. Oh, Raziel ist auch ungültig. Nächste ungültige Patrick auch ungültig. Marikson dreht nochmal seinen Rückwärtsgang drin. Pocke ist schnell. Pocke ist zumindest gültig. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und Pocke Schiebt sich auf die 5. Fünfter. Starke Zeit von Pocke. La wird sich auch noch mal verbessern. Schiebt sich Mitty auf verbessert sich nicht. 7. Und damit Raziel ist langsam. Hat sich das. Das letzte Qualifying von Liga 2 für diese Saison ist durch. Ja. Und wer anders außer Sporty ist auf Pole. Der Dominator Ja. der Saison. Fussel schreibt jetzt auch hier gerade eine schöne Information. Sollte es so weitergehen mit dem, dann könnte es eventuell schöne Strafen dann geben. Ja, die Zwecklimits sind hier, die verzeihen hier nichts in Ungarn, definitiv. Richtig, ja. Ich glaube, in Liga 2, 4 waren nur zwei Fahrer komplett ohne Strafe. Ach Gott, Oh, Pocke, 5 Plätze das. Gridstrafe, unerlaubtes Blockieren und das am Ende des Qualis. Aber wo denn? Das ist ja dumm. Also das Spiel ist ja echt bescheuert. Gott sei So. Dank lösche ich es danach. Ja. So, Endergebnis. Der Quali Sporty auf 1, Raziel 2, La Volto 3, Mike auf der 4, ja, Pocke eigentlich auf der 5.
Sechster Patrick, siebter Lara, achter Daniel DX, neunter Racer, zehnter Gunny, elfter Marikson, zwölfter King King Basti, 13 Bottrika und Maddie auf der 14. Mit gutem Respektsabstand, aber ansonsten die ersten bis Platz 13 alle innerhalb von einer Sekunde. Ja, Raziel schreibt, nee, wer war das? Fusel schreibt, dass dass der Bocke schon in KI war. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch so bescheuert. Oh, ist das bewölkt? Ist das ein bisschen bewölkter? Ja, das ist sehr bewölkt, das könnte sogar regnen. So, Herrschaftszeiten. Mal schauen, ob es schon eine Info gibt. Start 20.55 Uhr. Soll jetzt losgehen in 3 Minuten, also Pocko hat's eilig. Ja, wenn alle da sind, also. Dann müssen sie alle einen Schnellschiss machen und dann geht's schon. So schaut's aus. Ja, Fussel, trotzdem no front gegen Matty, um Gottes Willen, bloß weil er ein bisschen weiter zurück ist. Wenn ich eine Liga weiter hochfahre, fahre ich auch heute ganz weit hinten hin. Bin ich auch zeitentechnisch meistens noch so 3-4 Zehntel hinter den anderen. Also no front gegen Matty. Stark, dass er überhaupt mitfährt. Auch. Ja, ich finde sportlich stark. Starker Sporty. Immerhin sind wir hier heute 14 Mann. Ich weiß gar nicht, gab es jetzt schon eine Information, ob nun Liga 1 morgen überhaupt stattfinden wird oder nicht, weil bis jetzt sah es ja sehr, sehr mager schlecht aus. Ja. Mager aus, auch aufgrund des EM-Eröffnungsspiel ich natürlich. Auf die Anmeldungen. Es sind 5 Stück, die akzeptiert haben und ja. Bei 8 wollten sie, glaube ich, fahren. Das sind im Moment 5. Und 15 haben gesagt, abgesagt. Naja, gut. Also für 5 Mann braucht man keine Red stattfinden lassen, da kann man so absagen. Ich weiß ehrlich. Naja, ich hätte auch mit 3 Mann kommentiert, aber ich bin morgen nicht da, ich bin in München. Ach, du bist morgen beim Fußball? Richtig, ja, Deutschland spielt. Zur Europameisterschaft. Und dann fahre ich in der Nacht wieder nach Hause. Und dann versuche ich ein bisschen zu schlafen und dann gucke ich das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Stimmt, das ist ja auch am Wochenende mit Mick Schumacher. Richtig, die Person selbst. Genau. Guten Tag. Mick Schumacher, ja. Ja, Mick fährt dem Alpine. Nummer 36. Bis dato jetzt P8 und P9 und P10 immer gehabt in den Freak Practice Zeiten. Und vielleicht ja nächstes Jahr wieder in der Formel 1. Ja, ich denke schon, dass es sicher sein wird. Also, wenn der da nicht für Alpin fährt, dann fresse ich einen Besen. So, wir haben die Aufwärmrunde. Ich zeige gleich mal den Reifen. Wir sehen sehr, sehr viel Medium und nur einen harten mit Kinking Basti. Ja, Fusel schreibt auch krasses Programm, Mick. Jetzt versteht er auch, warum mir die Augen ab und zu mal zufallen. Nur ab und zu mal. Ja. Rollrasen verlegen, dann schlafen, jetzt kommentieren, dann wieder schlafen, dann mit dem ICE runterfahren nach München, dann Spiel schauen, dann wieder zurückfahren, dann schlafen, dann 24-Stunden-Rennen schauen, dann schlafen und dann geht's auch wieder auf die Arbeit. Sportliches Programm, sage ich dazu. Ja. Ich müsste vielleicht irgendwann mal irgendwie so eine Tabletten nehmen, irgendeine Droge oder sowas, damit ich ein bisschen wach bleibe, aber ich nehme ja keine Drogen. Das ist ja ungesund.
Und eigentlich das, was ich hier mache, eigentlich auch. Aber naja. Reifen? Haben wir die Reifen schon? Ja, haben wir schon. Alle Medium bis auf King King Basti, die am Hart fährt. Ja, wir können auch gleich, wenn das Rennen beginnt, sofort auf die Positionsänderung gehen, damit Fussel befriedigt wird. Warte, machen wir direkt. So. Ja. Das ist super. Ja, Sporti hat es auf alle Fälle eilig, auf die Linie zu kommen. Er will das Rennen am besten sofort beginnen. Hier, da haben wir die möglichen Strategien. Ich weiß ja nicht, ob einer der Renningenieure eventuell da ist und uns sagen kann, ob eventuell... Schau mal, da freut sich der Fussel schon. Das ist süß. Eventuell doch etwas Regen vorhergesagt ist. Das Wetter schaut so aus. Mal schauen, was uns das Spiel für eine schöne Kameraperspektive jetzt gibt. Ich bitte jetzt sofort einen Renningenieur reinzuschreiben, was wir für Wetter haben. Von hinten sehen wir es, von hinten. Und alle Lichter sind an und das Rennen geht los. Alle Lichter sind aus. Sporting und starker Start weg. Von Raziel. Nee, Raziel hat einen richtig guten Start. Schau mal hin, der ist schon neben dran. Jawohl. Kommt die Attacke. Und Raziel innen. Oh. Raziel ist vor. Nee, oder? Sporting. Side by side noch. Sporting hat jetzt die bessere Linie und wird es schaffen. Ja. Aber Raziel war nicht schlecht. Gucken, ob jetzt vielleicht gleich nochmal der Angriff kommt, weil hier überholen ist ja nun wirklich nicht gerade das Einfachste. Hinten versucht es, Pocker hat 4 Blitze verloren. Ja. Katastrophenstart. Ja. Und jetzt, oh, Razor. Ne, wer ist denn das? Doch, der Razor. McLaren oh, Razor ist vorbei. An Marikson vorbei. Daniel verliert viele Plätze. Ne, wer war das? Ach, keine Ahnung. Mike. Oh, da gibt's eine Berührung, Unfall! Lahe! Der Red Bull hat sich weggehauen nach Berührung mit Mike. Gelb in Sektor 3. Safety Car aber bleibt aber weg. Gott sei Dank, Bernd, nicht auf der also Strecke. Also bitte, wenn es dafür Safety Car gibt, ne? Du kennst das Spiel. Du kennst das Spiel. Stimmt, ja. Sporty mit der schnellsten Runde, wer jetzt erwartet zu Beginn. Und kommt kein Angriff von Raziel, der bleibt erstmal konstant im Windschatten. Ah, nee, ich dachte schon, weil da stand 0,012. Ja, nach den Zeiten brauchst du noch gar nicht gehen. Oh. Ja. King King Basti jetzt im Moment. Oh, von beiden Seiten, von links und rechts überholt. Und da gibt's ja das oh, mit free ein Flipper gespielt. Free wide. Ja. Flipper ein bisschen, aber ja. Basti jetzt den Platz verloren. Matti wollte auch vorbei, aber das. Da war ein bisschen Flipper. Aber. Ja, das hat er richtig schön gemacht. Ja, King King Basti hat natürlich noch jetzt den Nachteil der harten Reifen. Matti wird gleich angegriffen von Lara, der natürlich wieder nach vorne möchte. Hier kommt der Versuch noch nicht. Kommt hier aber schon deutlich besser in die Kurve rein. Sporty schnellste Runde, 1:19.524. Nee, das ist Patrick, 1:19.524. Jetzt, ja, gut, aber da stand gerade Sporty. Dann habe ich da, ist in dem Moment dann das passiert. Ach so. Genau, und Lara geht jetzt wieder an Matti vorbei. Und Matti geht wieder an Lara vorbei. Und Lara geht wieder an Matti vorbei. Jetzt ja, haben sie es jetzt haben sie's gefunden. Marikson. Und oh, die ersten Racer. Drei für Racer. Prost! Prost! So, ich werde jetzt mal die Positionsänderung wieder ausmachen. Ja, ich glaube, jetzt hat sich... Das Feld ist genug befriedigt damit. Genau, und das Feld hat sich sortiert.
Ist aber auch warm, ne? So, jetzt am Ende der Runde wird DRS auf jeden Fall freigeschaltet. Ja, Laia hat aber 7 Positionen verloren, natürlich wegen dem Dreher, aber Marek hat im Moment mit 4 Plätze gewonnen. Super gut, der hat auch DRS jetzt. Geht an Sporty vorbei und das ohne DRS. Das ist stabil, wie ein Kuchen. Oh, Angriff! Kommt der Konter, kommt wieder. Genau wie in der Startphase. Aber jetzt ist Brasil und geht vorbei. Oh Gott, ich kann das nicht angucken. Lassen sich aber gut Platz. Und jetzt steckt er doch zurück. Boah. Meine armen Augen. Der es ist offen. Ja, und auch an. Aber man sieht so eine kleine Lücke, ne? Zwischen Mikkech und Racer schon 1,6 Sekunden. Ja, können nicht wirklich folgen. Das erinnert mich echt wie ein bisschen wie Alonso in Monaco. Der hat so einen fetten Train hinter sich. So, Raziel Sporty 2.0. Diesmal mit DRS. Aber Abstand ordentlich. Ja, Mikkech und Lavolto sind auch. Oh. Ja, Mikkech ist sehr nah dran. Hat jetzt DRS. Hier passiert nichts. Dann gehen wir mal beim. Ja, da zieht raus. Versucht es. Und. Ja, ist vorbei. Ja. Könnte ist noch vorbei. Den Konter geben jetzt, Nein. Ja, ist vorbei. Ist vorbei. Wir sollten vielleicht mal ein herzliches Dankeschön an Fussel aussprechen, der hier sehr fleißig am. Am Schreiben ist. Solltest du einen Platz hier im Kommentatorenteam noch brauchen? Wir bräuchten noch einen dritten, alias Leo Lackner, Sky. Genau, also. Das wäre schön. Da haben wir so ein bisschen den Circle of Doom. Aber da wird es vielleicht nächstes Jahr was mehr geben. Vielleicht. Der gute Mikkech hat da eventuell irgendwas schon geplant. Also der macht echt einen super Job, Mikkech, mit den Streams, finde ich. Besser als wir. Und Gelb! Und Gelb Matti. Und Sektor 2, Matt Brötchen hat's erwischt. Und er hat einen Spieß. Aber er kann sich damit keine Bratwürste oder Steak machen, er muss in die Box. Ja, das geht halt auch sehr, sehr schnell auf der Strecke. Mhm. Schaschlik-Spieß. So, und Fussel, ja, ich blende dir mal deinen Aston ein hier, deinen Teamkollegen Bodrica. Oh, Sporty ist schon. Hilfe, ich krieg ja einen Voice-Crack. Sporty ist hier in Patrick angegriffen. Also, Patrick greift Sporty an. King Basti gratuliert sich weiter hinten im Feld mit Lahl. Mhm. Und Sporty kommt nicht richtig ran an Raziel, also. Raziel ist schnell. Und Racer wieder für drei. Jetzt hat er wie viele Sekunden? Sechs hat er schon. Scheibenkleister. Ja, ja, das geht schnell. Frag mal Arktisch am Dienstag. Ja. Der hat auch fleißig gesammelt. Ja, Arktisch hat fleißig gesammelt, ja. Wir blicken mal kurz auf die Reifen. Matt Brötchen hat sich Soft geholt bei seinem Pitstop. Wird es heißen, dass es irgendwann regnet? Und Patrick greift Sporty an? Nein. Nee. Steckt nochmal zurück. Eventuell jetzt, wenn er besser rauskommen sollte. Aber Sporty halt auch mit DRS und dadurch hebt sich da der Effekt natürlich ein bisschen auf und Raziel fährt sich immer genügend Abstand auch raus innerhalb der Runde, um zu überleben am Ende der Geraden. Ja, ich werde mir nochmal schnell kaltes, kühles holen. Hol dir mal ein kühles, nasses. Ja, bis gleich.
So, bitte. Hier vorne tut sich gerade nichts. Wir gehen mal ein bisschen durch. Hier, der gute Marixon hält massiv hier ein richtig schönes Pult auf. Ja, von Racer, Dani, DX, Gunman, Bottrika, alle da hintereinander weg wie an der Perlenkette geschnürt. Aber kein Vorbeikommen. Marixon somit, also er muss ja schon alleine fast das Rennen gewinnen, um überhaupt eine Hoffnung zu haben auf den Titel, und Sporty müsste ausscheiden. Aber so wird definitiv nichts. Aber trotzdem natürlich eine starke Saison von den Alpha-Piloten. Alle sind da am Blinken, nichts passiert hier hinten. Wir schauen mal Bottrika zu, vielleicht wagt der ja gleich einen Angriff auf Gandhi, weil so zumindest der wirklich am dichtesten dran war. Aber auch er kommt da nicht dran vorbei. Racer erneut für 3, jetzt schon 9 Sekunden für den McLaren. Uiuiuiuiuiuiui, sage ich dazu nur. Jetzt kommt Nikes langsam. Und wir haben erneut gelb. Racer ist raus. Racer ist raus. Safety Car. Racer muss eingeschlagen sein. Und der schöne Vorsprung von Raziel ist dahin. Wer kommt an die Box jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Wer kommt jetzt weiter an die Box? Raziel geht an die Box. Sporty ebenfalls, Patrick ebenfalls, jetzt geht's ab, jetzt wird's voll, jetzt wird's voll an den, und Sporty will da gerade an Raziel in der Boxengasse vorbei. Das war ihm also ein bisschen zu langsam. Da ist der Haas und Sporty kommt jetzt an die Box, hoffentlich hat er Glück beim Rauskommen. Kommt direkt hinter Raziel raus, wieder zurück. King Baskü und Bottrika sind die einzigen beiden, die nicht gestoppt haben. Bei Bottrika kann ich mir vorstellen, er wollte nicht hinter Mikes anstehen, aber ja, und King Baskü logisch mit den Harten muss er weiterfahren. Alles klar, Fussel, ist erlaubt. Wunderbar. Somit schauen wir jetzt mal, wer sich welche Reifen geholt hat jetzt. Gut, Bottrika und King Basti sind auf ihren Startreifen. Raziel Soft, Sporty Soft, Patrick Hart, Mikes Hart, Lavolto mit dem Mediums. Und der Rest der Bande hat sich Harte geholt, sowie Matt Brötchen jetzt ebenfalls, der jetzt natürlich wieder aufschließen kann. Große Gewinner bis jetzt natürlich aufgrund der Safety Car Phase und des nicht an die Box kommen. Bottrika hat 12 Plätze gewonnen, King Basti 10 Plätze gewonnen. Ich denke mal, Bernd wird noch Minimum eine Runde draußen bleiben, bis Matti aufgeschlossen hat. Dann mal schauen, ob man eventuell im Hause Williams King Basti als kleines taktisches Spielchen gegen Raziel einsetzt, um ihn ein bisschen einzubremsen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber wer weiß es schön. Softdrinks etwa 12 Runden. Ja, also beim Softdrink. Ja, nee, ich weiß schon, was du meinst, wo du Soft. 12 Runden, ich weiß, ich habe am Dienstag auch durchgehabt. Nach 10 Runden war da nicht mehr viel übrig von den Soften. Aber dann hat es bei uns ja auch Gott sei Dank angefangen zu regnen.
Aber wenn ich sehe, wie viel Hart hier geholt wurde, glaube ich heute nicht mehr an Regen. Also der Mick führt gerade draußen den Regentanz auf. Ich meine, das eine oder andere Wölkchen sieht man da am Himmel. Und ich denke mal, Safety Car könnte jetzt durchaus reinkommen, weil Metten ist jetzt gleich dran. Ne? Oder auch nicht. Doch, Safety Car in this lap. Mick, boah, ich wollte gerade sagen, Mick hat sich verlaufen auf dem Weg sein Getränk zu holen. Jetzt hat er jetzt steht da am Bratwurststand. Und wir haben gleich den Restart. Liebe Freunde, wann gibt Bottrücker Gas? Hat es ja diese Saison nicht allzu oft machen müssen. Und zieht jetzt das Tempo an und ab geht er, der Peter. Raziel kommt gut weg. King King Basti hat da ein bisschen gepennt, natürlich auch aufgrund der alten Reifen. Und King Raziel greift an, geht innen rein und schnappt ihn sich. Natürlich muss er vorbei mit den Soften, er muss jetzt die Flucht nach vorne antreten. Sporty ebenfalls vorbei, natürlich an King King Basti und somit sind die taktischen Überlegungen schon hinfällig. Jetzt wird Bottrica gleich gekascht von Raziel. Zumindest versucht das, aber er im Gegenteil. Sporty schnappt sich Raziel und ist wieder auf P2. Ah, Mick hat sich, glaube ich, verlaufen. So, Raziel klebt ihn jetzt natürlich im Getriebe, weil Bottrica natürlich die beiden da vorne ein bisschen aufhält. Jetzt kommt der Angriff eventuell, macht ein bisschen zu und zieht nochmal leicht zurück. Jetzt aber innen rein und auch nicht. Ja, hallo. Mick hat den Weg in Bulli wiedergefunden. Und ein Supermanöver von Sporty. Jawohl, und Raziel versucht jetzt ebenfalls, muss jetzt vorbei. Er muss jetzt vorbei. Nikes versucht nochmal zu kontern, aber wird nix. Und Raziel wird jetzt über außen versuchen. Patrick schnappt sich King King Basti. Fussel, da muss ich sagen. Also, Bratwurst am Stand von Budapest ist lecker. Ist lecker, sagst du. Das freut mich. Gab's denn die Berührung zwischen Raziel und Bottrica? Ja, Raziel muss da tun, ist vorbei jetzt. Sporty fährt davon. Da hilft jetzt der Aston dem Williams ganz gewaltig. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Da hat Fussel hat geschrieben, Softdrinks etwa 12 Runden dann tot. Ja, also interessant. Nicht so viel Red Bull trinken. Das ist doch kein Softdrink. Ja, was ist denn das dann? Oh, und Berührung! Patrick fährt auf Raziel auf. Patrick hat den Arschbohrer bei Raziel versucht. Er hat mal mit Oh, alter Schwede, geht der weit. Oder der Schnüffler. Ja, Ola Volto! Und jetzt ist berührt er auch noch Bottrica. Also jetzt haben sie die Schnauze voll mit ihm? Nikes geht jetzt ebenfalls vorbei. Richtig am Verlieren gerade. Natürlich mit den alten Reifen. Oh, das geht nicht gut. Ich wusste. Berührung zwischen Lawalter und Marikson. La geht an Dani Dix vorbei. Gani berührt Marikson. Heiße Duelle hier. Ja, das, da kannst du kaum gucken, wo, was, wie, ne? Ja, mir ist ein bisschen schwindelig. War ein bisschen viel Bratwurst oder was? Nee, irgendwie weiß nicht. Oh,
Raziel versucht jetzt natürlich da vorne irgendwie wieder an Sporty ranzukommen, was schwer werden wird. Lavolto gegen King King Basti, das nächste Duell. Und Lavolto, ja, beschleunigt ihn einfach aus. Ja, die alten Harten gehen jetzt auch dann langsam. Uiuiui. Ja, Prost. Danke. Raziel, schnellste Rennrunde. Lavolto schnappt sich jetzt Bottrika. Marikson, King King Basti. King Kong Basti verliert seinen Platz. Oh, da drückt er ihn aber schön raus. Gunny geht auch noch vorbei. Und das hinten war die Hocke schnappt sich Dani Wegs. Na Bocke, was ist denn hier? Plätze musst du noch gewinnen hier. Rad ist hinten im hinteren Teil des Feldes mehr los als vorne, ne? Gib Gummi, komm! Oh, Kiki Basti lässt Lahe vorbei und Pocke! Basti Berührung, alter Schwede! Was ist denn mit Basti, Basti los? Basti langsam, Basti ist langsam. Fällt jetzt innerhalb von einer Runde von fast ganz vorne nach ganz hinten durchgereicht. Ja. Hat der einen Flügelschaden? Also zu sehen ist nichts, aber kann natürlich trotzdem sein. Und die harten Reifen sind natürlich auch. Aber jetzt schon? Weiß ich nicht. Marikson versucht jetzt den Bottrika zu knacken. Ja, der ist vorbei. Vorne macht sich Sportli gemütlich mit 4,5 Sekunden. Oh ja. Der wird hoffen, dass kein Safety Car der Welt heute mehr kommt. Ja, da hofft er natürlich drauf. Aber es sind auch soft. Bottrika wird jetzt von Gunny geschluckt. Und wahrscheinlich auch jeden Moment dann von Lahe. Der ist jetzt schon über außen versucht. Bottrika spielt da fair mit und muss jetzt den Platz abgeben. Ja. Ja, die alten Reifen hätten auch an die Box gemusst, definitiv. Klar, sie sparen sich einen Stopp dadurch, aber sind halt schneller durchgereicht worden, wahrscheinlich als wie sie gehofft haben. Wickig ist auf jeden Fall an Patrick dran. Jetzt gibt's gleich den Angriff vom Pocke. Das ganze Laufen hat mich müde gemacht. Jetzt gibt's den Pitstop vom Bottrika. Okay. Der wird jetzt vermutlich mal die harten Reifen sich schnappen, um dann durchzukommen. Er hat auch. Weißt du, was mir auffällt gerade? Dass der Himmel hat auch aufgemacht so ein bisschen, ne? Das war wolkiger. Kann ich so jetzt natürlich gerade nicht sehen. Das Spiel mag gerade nicht. Stimmt gerade keine Kameraperspektive. Ein Onboard. Sieht man es schön. Also kein Regen mehr heute hier in Budapest. Aber da sind noch so die ein oder kleine dunkle Wolke ist noch zu sehen, aber ich glaube nicht, weil ansonsten würden sie jetzt nicht alle sich die Haare. Ja, die Sonne scheint hier, hat 80 Grad. Mika, ich klebt. Währenddessen Patrick im Getriebe. Bei Patrick kann Wenn ich mir schon vorstellen. Die ist der P1. Bei Patrick kann ich mir schon vorstellen, dass er eventuell einen kleinen Flügelschaden hat. Denn 1 und 2 müssen noch mal rein, ja. Können die durchfahren? Hart. Gucke mal nach dem Alter der Reifen. Ja, gut, 8 Runden. Mika ist 8 Runden alter Harz, also möglich ist das, aber die werden dann natürlich am Rennende auch ganz schön gelitten haben. Aber guck mal, King King Basti fährt auch schon 16 Runden. Und eventuell kommt ja nochmal
Bernd raus und dann könnte er natürlich der große Gewinner sein, wenn Sporty und Rasel an der Box waren. Also die müssen das noch 10 Runden ziehen ungefähr, bis sie durchfahren können. Hart fahren durch. Ja, weil sie hart sind wahrscheinlich. Totenstille. Patrick und Mickey, die zwei. Ist derzeit auch so das spannendste Duell auf der Strecke. Ja. Da geht Mick jetzt mal wieder ein bisschen weit. Ich höre, Mick ist müde. Ja, wir sollten mal so einen Gain-Counter machen bei mir, wie oft ich gähne, ey. Ja, aber ich staune noch. Keine Strafen jetzt weiter nach Rasiels Ausscheiden. Mhm. Und jetzt Patrick schnappt sich Rasiel. Die Soften werden einbrechen langsam. Die sind jetzt ja auch schon 9 Runden alt. Ja, aber Sporty hat 5,2 Sekunden, ne? Und 5,3, also der wird schneller. Ja, gut, oder bei Sporty kommt ja immer ein bisschen auch. Minimal bloß. Kommt ja auch mal darauf an, wie doll man die Reifen rannimmt. Der Sporty hat die sportlichen Reifen wahrscheinlich sportlich genommen. Die sportlichen Reifen, Junge, jetzt hör doch auf. Ja, Rasiel tut sich jetzt schwer. Und auch Patrick, ja, der Abstand wird kleiner nach vorne. Auch wenn ja, nur minimal, Patrick, aber. Ja, Patrick hat gerade 2 Zehntel rausgeholt, also. Ich denke mal 2 Runden, dann werden die Jungs da vorne an die Box kommen. Klar, oh. Für 3. Obwohl, Racer hatten wir schon mit 6 Sekunden. Ha. Der hatte schon sogar schon 9 vor seinem Ausscheiden. Ah, okay, habe ich also ganz viel verpasst. Oh, leck Schwede. Rasiel und Rasiel. Rasiel kommt an die Box. Rasiel kommt an die Box. Nach 9 Runden. Ja. Ja, das ist korrekt. Sporty wird nur noch verlieren. Hat jetzt innerhalb von einer Runde 8 Zehntel verloren. Das wird jetzt natürlich so weitergehen und die werden natürlich richtig ins hintere Feld zurückfallen. Siehe Rasiel, der auf die 12 zurückfällt. Ja, aber. Und hat sich. Sporty verliert nicht am Abstand. Der Abstand verliert an Sporty. Hat sich Mediums geholt. Wir schauen mal im Red Bull intern Duell. Nein, da kommt jetzt hinten Pocke. Marikson für 3. Jetzt. Ich hätte es nicht in den Mund nehmen dürfen. Die Strafen. Jetzt sind sie da. Ja. Ja, Marikson kommt nicht zur Strafe. Die Strafe kommt zu Marikson. Ja, Sporty. Ich schreibe gerade, Sporty muss jetzt dringend an die Box. Aber der zieht gerade nochmal die 7 Meilenstiefel an und baut seinen Abstand wieder aus. Entweder Patrick hat da gerade einen Fehler gemacht. Sporty an die Box. Sportlich an die Box. Sporty ist an der Box, somit erbt Patrick im McLaren die Führung. Ja, jetzt können sich die McLaren-Fans wieder gegenseitig anfeuern, weil die wieder auf P1 sind. Erholt sich Medium. Ja, muss er. Hardware jetzt Nonsens und der kommt. Aber Soft würde auch gehen. 15 Runden fährst du keine Soft hier. Ja, wenn das Scuderia Dietmar heißt, dann schon. Ja, sagen wir mal, Dietmar ist auch dann dementsprechend langsamer am Ende des Rennens. Sporty ist übrigens auf der 9 wieder rausgekommen, damit weit vor Rasiel. Ja. Somit gehen wir jetzt mal 15 Runden vor Ende mal das Tableau durch. Patrick auf 1, Mikesh auf 2, Lavolto ist 3., 4. Marikson, 5. Lars, 6. Gunny. Oh, da dreht sich Gunny! Gunny stand da an der Box, schlägt jetzt nochmal mit dem Hinterreifen ein, aber er fährt. Oh, Sporty kommt richtig gut vorbei an Daniel. Krass. Ja, Sporty nutzt jetzt natürlich die frischen Reifen. Reifen bitte, jawohl, Laura, mache ich. Hier bitte. Hallo!
Schön, dass du da bist. Da ist die Renningenieurin von Sporty. 12 Runden alter Harz, Medium sehe ich viel, dann Sporty mit einer Runde, der sich jetzt auch noch Pocke schnappt direkt. Warum sehe ich denn eigentlich Intermediates? Ah, dieses King, Spiel, ne? King gegen Basti hat bereits 20 Runden alter Harz, also. Da bei mir steht Intermediates, also ich weiß auch nicht. Frommi in den Mund, pfui! Guten Abend, jetzt kommt ein bisschen was los im Chat. Ja, wir bleiben drauf bei Sportys Aufjagd, der jetzt hinter Lara ist und da wahrscheinlich nicht lange hinterbleiben wird und kurzen Prozess machen wird mit dem guten Lara. Genau, kommt schon der Angriff. Versucht über außen, berühren sich ganz minimal eventuell, war nicht genau zu sehen, aber ist bereits vorbei. Und wird jetzt ganz schnell an Marison auflaufen. Ja. Und was man sagen muss, Raziel hat massiv Probleme hinten nach vorne zu kommen. Hat sich jetzt der erste Kinkin-Basti geschnappt, der an die Box gekommen ist. Wurde auch mal Zeit. Ja. Fällt natürlich jetzt ans Ende des Feldes zurück. Dani ebenfalls jetzt 12. Wir gehen mal nach vorne, auf Mike, der Patrick jagen tut. Ja, und Sport, die fliegt ja förmlich am Marikson ran. Das waren mal 4,5 Sekunden zu Beginn der Runde. Jetzt sind wir schon bei 2,3 Sekunden. Ja, das wird nicht lang noch. Also, man muss da klipp und klar sagen, also Sporty, wenn er so weitermacht, wird das Rennen gewinnen. Also sollten wir das nächste Mal irgendwie eine Lohnerhöhung bekommen, dann werde ich mir mal ein neues Headset kaufen, weil es ist ja eine Katastrophe. Ach, Lohnerhöhung, was ist das? Vielleicht spendiert uns die RLO ja 1 für den neuen Bulli, den wir ja bekommen. Also der alte wird jetzt mal weggeschmissen. Raziel schnappt sich Matti. Ja. Und Sporty ist dran am Marikson. Wie findest du das eigentlich, dass der Bulli ersetzt wird durch einen Mercedes-Sprinter? Nee, nicht gut. Was soll das denn? Wie meinst du das? Nee. Also Bulli ist Bulli, Bulli muss bleiben. Ja, da ist Regner hier schon rein, also. Ja, dann wird er halt nochmal abgedichtet. Mein Gott. Nicht mehr so genügend Bauschaum und so. Und hier Verdichtung. Dichtungsmasse und sowas haben wir da. Müssen wir hier Kreppband kaufen erstmal. So, Sporty dran am Marathon. Ja, oder Tesafilm. Tesafilm? Ja, Tesafilm hilft auch. Oh, schau mal, wie stark der da rausbeschleunigen kann. Jetzt kommt auch Raziel langsam ins Feld, fährt dann, kommt dann Dani DX vorbei, außerhalb der Kameras. Guck dir das mal an. Sporty kann natürlich die deutlich engere Linie fahren, ja. Und wird jetzt mit der es locker vorbeigehen. Also, das ist gar kein. Oh, Bote gerade in der Box. Nee, Matti ist an der Box. Achso. Bin müde, werde müde, bin Sporty alt. Auf der 4 und wird jetzt die 6 Sekunden auf La Volto, ich vermute, innerhalb von 2-3 Runden aufgeholt haben. Fussel schreibt gerade, nimm den Senf deiner Bratwurst. Ja, genau, als Dichtmaterial, also. Als Dichtmaterial, ja, da können wir mal probieren, was da. Brauchst du ja keinen Duftbaum mehr, da hast du Senf in der Bude. Der jetzt auch auf dem Vormarsch versucht, jetzt am Pocke vorbeizukommen. Ja.
glaube, Patrick wird schneller. Ja, Nur Mick, ich werd glaube erstmal es. 30. Werd erstmal 30. Habe ja Mein noch 5 Jahre. Promi. Oh, hast du das gut? Ist ja nicht mehr lang. Hast du das gut? Ich hab noch ein Dreivierteljahr, dann ist die 4 davor. Ah, wie viel? 3 Jahre? Ja. Nee, ein Dreivierteljahr. Ach, ein Dreivierteljahr, da bist du 40. Ja, Maschallah. Ich habe gehört, mit 66 Jahren fängt das Leben erst richtig an. Ja, die Rente ruft langsam. Offiziell alt, ja. Na, Pocke. Komm, Pocke, Raziel gib ihm! kommt nicht vorbei am Pocke, der seinerseits versucht, irgendwie Lahe zu kaschen. Ja, Laha blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Oder wie einer der Stadtfuzzis, die immer nachts unterwegs sind. Oh, Rasier mit Fehler, oder? Ich glaube, ich Sah sehe nichts. gerade etwas komisch aus, zumindest. Ich bin Aber voll ist nach blind. wie vor dran. Und Daniel Oh. für 3. Ist aber sehr schlecht. Das ist so richtig, richtig. Ja, vorne irgendwie. Patrick ist dran am Mieke schon, ne? Aber wir bleiben jetzt dran auf, bei Raziel, der jetzt seinerseits versuchen wird, gleich Pocke wieder Ja. anzuattackieren. Und Pocke wird versuchen, Ja, die Lara zu fahren ja jetzt attackieren. durch, ne? Ja. Oh, reicht Und das jetzt für kommt der Angriff. Sporty? Jetzt kommt der Angriff und er versucht gleich zwei auf einen Streich und er schafft es. Und Pocke schnappt sich auch Lara. Komm, Pocke. Du schaffst das. So, Jetzt bist du dann schon Siebter. jetzt Glückwunsch. gucken wir mal vorne, Patrick, und ja, mit Respekt, Abstand 7 Zehntel auf Mikesh, kommt da nicht richtig ran und auch nicht, jawohl, Aston schreibt. Ja. Ja, Aber ich habe Mikesh mal gesehen. Ich habe gesehen, dass 1 bis 4 Mercedes-Motoren sind. ja, und ja, vor mir, ich sehe auch Mikesh auf der 1 derzeit. Aber da hinten kommt leider, für Mieke ist wahrscheinlich leider Sporty immer schneller auf und Ich. Lavolto an die Box. Warum geht denn der jetzt an die Box? Achso. Lavolto hatte bis dato 17 17 Runden, Runden. Mediums mit 17 Runden, also ja, wird sich jetzt die Soften holen und dann Vollgas gehen. Sporty 5 Sekunden jetzt auf Patrick Rückstand. Wenn er genauso schnell ihn aufholt, dann sind es dann 3 Runden dran an Patrick und Mike. Stand jetzt ist ja Sporty Weltmeister, ne? Genau. Auch wenn Ja. Marixon mittlerweile auf P4 ist. Aber ja, Sporty müsste ausscheiden und ich weiß gar nicht, ab 75% des Rennens ist sowieso passé, weil dann kriegt Sporty Punkte und dann wird auch Marixon keine Möglichkeit mehr haben, irgendwas zu unternehmen. Außer Ja. vielleicht ein Rennsieg, der ihm da vielleicht noch helfen Ich würde. würde dann gerne Sporty Du darfst auch gerne das ganze nehmen. Podium machen, wenn du das möchtest. Na, Sporty reicht. Weil da muss ich mir noch was überlegen. Ja, Mike kommt langsam etwas weg von Patrick. Also es ist nur eine Sekunde, ist jetzt mittlerweile eine Sekunde der Vorsprung angewachsen. Und Sporty holt halt pro Runde wirklich fast 1,5 Sekunden auf. Also das dauert nicht mehr Ja. lange, da ist er da. Blendet man nochmal die Reifen ein. Lavolto hat sich auf alle Fälle Softs geholt, wie zu erwarten war. Garnier auf 8, ja. Matti hat 3 Runden alte Mediums. Ja, irgendwie ist jetzt die Gruppe jetzt mehr so Daniel, Lahe und Pocke.
Die ist jetzt am nächsten dran, weil vorne wird sich jetzt so ein bisschen aus. Das weitet sich jetzt so ein bisschen aus und Sporty kommt auch nicht so richtig an. Findest du, also Sporty 2 Sekunden jetzt fast innerhalb einer Runde. Also ich gebe ihm noch 2 Runden, dann ist er dran, an den Jungs da vorne. Ja, bis dahin können wir ja gucken, wie Pocke und so sich Ja, schlägt, der je gut sind verteidigt drauf. immer. Das wäre natürlich ein grandioses Rennen, wenn der auf P6 endet. Der braucht die Punkte. So schaut's aus. Mick, also 6 Runden musst du noch durchhalten, wenn du den kommenden Weltmeister interviewen willst. Ja, deswegen muss ich Energie ein bisschen sparen. ERS sparen. So, auf der Geraden. Lavolto mit der schnellsten Runde. Wer hätte es erwartet mit frischen Softs? Und jetzt der Angriff Lao auf Pocke. Oh! Leichte Berührung zwischen den Beinen. Das war aber keine leichte Berührung, ich hab's schon stark. Durfte aber bei beiden nichts kaputt gegangen sein. Aber was Interessantes zu sagen, ich war schneller wie Lavolto. Ich habe eine 1:18:0. Muss man mal gesagt haben. Das war Fussel bis jetzt das beste Rennen macht Mike, weil Mike führt das Rennen an. War strategisch bis jetzt am besten gewesen. Ja. Mickey. Ersten Start und Daniel schnappt sich jetzt. Lavolto Nee, schnappt sich jetzt den Lavolto ist Daniel. vorbei. Jetzt wird es gleich die Steilorder bei Mercedes geben, vermute ich. Ich glaube, Steilorder sind verboten. Ja, da Der kommt jetzt macht dann da einfach die nur noch. Kehrt und dann ist er vorbei. Ja, einfach nur Pocke, ich bin schneller als du. Und schon ist Pocke ihm vorbei. Da kannst du einen drauf lassen. Halt, stopp! Ich möchte nicht, dass du mich überholst. Ja, er ist vorbei. Ja. Jetzt muss er sich halt so ein bisschen mitziehen lassen. Raziel ist am Marixon dran. Ne? Ich glaube, das gab eine Verwarnung für Lavolto. Gani ist auch noch mal an der Box. Oh. Also Marixon verteidigt auch gut. Ja, Fromi wird knapp für Sporty. Und Patrick kommt nicht hinterher. Das ist so ein bisschen das Waiting Game wie in Monaco. Ja, und Lavolto ist richtig hart am Drücken gegen Lahe. Lahe blinkt auch. Der war blind, klar, Mann, ich. Jetzt außen, aber er macht. Ja, schau mal hin, wie Jetzt der wird es den verteidigt. Angriff geben von Raziel auf Marixon. Außen. Marixon Ah, setzt verschaltet sich noch der Lavolto. Raziel vorbei an Aber. Marixon. Lavolto vorbei an. Ja. Ach, schau mal, wer da hinten wieder auftaucht, ne? Bocke. Vorne wird es langsam wieder enger. Patrick kommt langsam wieder leicht ran. Am Mike ist wieder im DRS-Fenster. Und Sporty nur noch Ja. 1,7 Sekunden hinter Patrick. Also jetzt wird's interessant da vorne. Das wird ein geiles Finale hier in Liga 2. Eins Komma vier, 1,3. Ja, also Sporty. Ende der Runde ist ein DRS-Fenster, würde ich bald mal ganz frei behaupten. Richtig. Und Raziel ist nah dran an Eriksson. Der zeigt, was kann gehen. Wir schauen mal kurz.
geht jetzt auf Start-Ziel ran. Irgendwas ist, hat der Raziel schon den Angriff gestartet, muss dann aber wohl wieder. Raziel mit Flügel und ERS. Aber der hat keinen Top-Speed. Oh, Lahe an der Box. Lahe war an der Box. Lahe holt sich nochmal frische Reifen. Der 23 alte harte Reifen geht aber irgendwie an die Box. Also verstehe ich jetzt nicht. Ja, wo sie in den letzten Runden wären krass. Jetzt ist Sporty im ERS-Fenster von Patrick. Und wir haben noch drei Runden. Also das kann sich noch ausgehen für Sporty. Gunny natürlich mit der schnellsten Runde auf den soften Reifen. Da fehlen immer noch 6/10. Patrick hat hier immer Ausgang auf der Kurve. Geht ja mal sehr, sehr weit in Richtung Boxengasse. Also nutzt da ja, die ganze Fahrbahn aus. Pocke ist jetzt auf 7. Der verbessert sich stetig, ne? Ja. Aber jetzt. Wäre das früher in der Saison gewesen, wäre auch nicht weiter runter gedraftet. Oh, jetzt sind. Gibt's schon den Angriff von Sporty? Er hat mal ganz kurz reingeschaut. Entschuldigung, Sporty klopft an. Er will vorbei. Ja, jetzt. Und Patrick ja. Für 3. Da ist er weit gegangen. Da waren wir live drauf. So, macht er einen ehrenhaften Move. Lässt er ihn vorbei? Nee. Weil nach zu Raziel hat er ja 14 Sekunden. Bevor ich mir da nochmal 3 Sekunden hole. Hier wird geraced. Ich gehe mal von aus. Patrick wird sogar noch versuchen, hier Mick jetzt anzugreifen. McLaren eigentlich nicht so mit einem geilen Wochenende. Einer ist draußen, einer hat eine Strafe. Jetzt Lavoto an Marixon vorbei. Auf die Raden, DRS für beide offen. Schau mal, wie weit der schon weg ist. Sporting kommt also da der nicht Abstand, richtig dran. Ja, der Abstand ist trotzdem noch zu groß. Jetzt müssten die zwei sich eigentlich da vorne rauskriegen, dann hat Sporting kein Problem mehr. Und dann wäre Lavoto auf 3. Wir wollen jetzt mal hier nicht den Teufel an der Wand malen. Oder es gibt einen Reifenplatz bei den zwei da vorne. Fakt ist auf wobei, alle da Fälle. Müsste bei Marekson auch einen Platz ergeben und bei Pocke und bei Daniel. Da wäre King gegen Masti wieder weiter vorne. Ja, und der Lahr mit der schnellsten Runde 1:17:08. So, jetzt ist auch deine Runde der Passé. Ja, meine Runde war 1:18:0 und jetzt hat er sie unterboten. Ja, Liga 2 auch klar. Ne? Auf alle Fälle müssen sie jetzt dann auf der Start-Zielgeraden, muss im Endeffekt der Angriff kommen, weil ansonsten sehe ich da keine Möglichkeit mehr für Sporty noch mal was zu machen, beziehungsweise Patrick. Ich würde jetzt noch mal alles aus den Reifen rauskitzeln, was geht. ERS rausballern, was geht. Oh. Ja, Fussel schreibt schon Tipps, ja, die Mikesh umsetzt. Einfach Patrick ist das DRS holen und schon kann er nicht attackieren, der Sporty. Und jetzt geht's in die letzte Runde. Wir sind in der letzten Runde der Liga 2 Saison. Sporty versucht, guckt mal nach, aber keine Chance. Jetzt vielleicht die letzte Möglichkeit hier am Ende der ganz kurzen DRS-Zone. Ansonsten sehe ich da keine Möglichkeiten mehr zu überholen. Sporty wieder dicht dran, aber nichts wird es. Ja, und somit, wenn jetzt kein Fehler mehr passiert, ich sage es explizit, kein Fehler mehr passiert, wird Mike das Ding gewinnen. Oh, Pocke, nicht drehen! Bitte nicht drehen! Oh, Pocke hat sich jetzt hier beinahe gedreht. Jetzt ist Daniel und King Basti wieder dran. Ja, King Basti überholt jetzt mal Daniel. Lässt ihn jetzt auch vorbei. Wie sieht's vorne aus? Vorne, Mike wird das Ding klar machen. Patrick und Sporty sind sich noch nicht ganz einig.
Sporty würde wohl gerne sportlich Platz 2 holen, aber wird nichts mehr werden. Wir gehen zu Ziel, geht jetzt gleich auf die Startziele ran und somit über die Ziellinie. Und wir haben den Sieger Mike. Ohne Strafe, ohne alles durchgekommen. Sauberes Rennen. Fahrer des Tages für mich. Zweiter Patrick. Dritter Sporty. Jetzt umgekehrt. Stark. Razier wird Vierter. Da gibt's den Applaus. In der Williams-Box. Auf Sporty. P5 Lavolto. Auf P6 Marikson. Auf der 7 kommt Pocke übers Ziel. Achter Kinking Basti. Oh. Ja, hier vorne, ja, da fliegen ein bisschen die Fetzen. Kleines Feuerwerk. Da stehen sie alle ohne Reifen und die Flügel sind geflogen und was auch immer. Ja. Mickey P1, Sporty P2 und Patrick P3. Fahrer des Tages wird Michael Schumacher. Also in meinen Augen natürlich Mika ist ganz klar Fahrer des Tages. King Basti. Basti! Super! Wird da Fahrer du erlebst eine große Party heute am Abend. Ja, es ist ihm zu leise, dem Mike. Ja. Aston kann nochmal einen Saisonsieg feiern. Fussel freut sich natürlich auch im Chat für seinen Teamkollegen. Ja, Mercedes hat auch einen guten Job. Mercedes Motoren. Also ja. Top 3 mit Mercedes. Und also, das ist schon super. So, da. Fahrer Nummer 1 ist da. Guten Tag. Hallo. Guten Abend. Endergebnis. Mike vor Sporty, Patrick auf der 3, Raziel 4., 5. Lavolto, 6. Marikson, 7. Pocke, 8. King Basti, 9. Daniel DX, 10. Metti, 11. Bottrika, 12. La, 13. Gunman und als einzigster nicht im Ziel der gute Racer. Du, Pocke holt sich ja wieder Punkte, ne? Genau, Pocke hat sich auch neue Pünktchen geholt. Pocke the Goat. Ja, super. Zum Saisonende läuft's. Jetzt zeigt er, warum mein Liga 2 gehört. So, nur ein paar Driver. So. Ja, Mann! Ja, Meisterschaft! Ihr habt's geschafft, ihr könnt den Teil endlich löschen. Gott sei Dank. Das Leiden hat ein Ende. Das Leiden hat ein Ende. Ja. Ich hab Hunger. So. Bei F1.23 nicht, also. Gab schlimmere Teile. Ja, das stimmt. Das war. Das ist wohl ja, wahr. Ja, 2014. Da war ich noch nicht geboren. 21, 22 sage ich dazu nur. 22 war auch räudig, also. Ja, wir reden hier gerade nicht über irgendwelche genau. Vergangenen Spiele. Genau, richtig, so schaut ja. Aus. Machst du P3, ich mach P2. Ja, und, warte mal. Geht gleich los. Welches Team war? Achso, ja, Aston. Ich wollte gerade sagen, oh. So, ja, nicht Patrick. Das Fussel hier noch, aber läuft. Genau. Patrick, Glückwunsch zu P3. Spannendes danke, Rennen danke. Bis zum Ende. Leider hat sich dann die Strafe natürlich noch ein bisschen rausgehauen, wo du ein bisschen weit gekommen bist, aber sag doch selber einmal. Ja, erstmal bin ich glücklich, auf dem Podium zu sein. Ich glaube, das erste diese Saison. Und ja, ich bin total geschwitzt. Das war ein anstrengendes Rennen. Die Strecke ist geil, aber die Track Limits waren natürlich irgendwann kamen immer näher. Und auch die 3 Sekunden sind dann irgendwie bei mir obligatorisch. Und Sporty hat da so gedrückt hinten, alles versucht, ihn hinter mir zu halten. Das fandst du schön, sei ehrlich. Ja, ich habe deinen Atem gespürt auf jeden Fall. Ja, bin auf jeden Fall glücklich mit P3. Und ja. Aber auch froh, dass jetzt die Saison vorbei ist, dass man jetzt F1 24 zocken kann und dann schauen wir mal, wie es wird. Jo, gut. Dann Mick, weite deines Amtes beim neuen Weltmeister. Ja, Sporty. Weltmeister Liga 2. Wie fühlst du dich?
Ja, ich habe ein bisschen Bauchweh, ich glaube, ich muss gleich aufs Klo, aber sonst ist alles cool eigentlich. Nee, ist natürlich schön, auch wenn da bei der Punktekonstellation relativ wenig anbrennen konnte. Bisschen ärgerlich, dass es dann am Ende doch nicht mehr zum Sieg gereicht hat, weil ich hatte das Gefühl, der Mike hat den Patrick ein bisschen im DRS gehalten. Erzähl gleich. Ja. Ja, ich freue mich mega. Wir konnten dadurch auch heute nicht nur halt den Fahrertitel klar machen, sondern auch die ligaübergreifende Team-WM. Ist natürlich auch pretty nice, deswegen dickes GG an das ganze Team. Und GG an Basti, war bärenstarkes Rennen, richtig guter Job. Und ja, GG an Aston Martin für den KWM-Titel. Danke. Und natürlich auch euch danke fürs Kommentieren. Habt ja diese Saison auch einiges wegkommentiert. Muss ja Danke. auch mal erwähnt werden. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin Weltmeister. Ja, und nochmal Ja. Glückwunsch von mir natürlich. Merci. Habe ich Hättest irgendwas du damit vergessen? eigentlich gerechnet? Anfang der Saison? Ja, schon. Ja, also es soll Ja. nicht großkotzig klingen, aber dass ich wenigstens in den Top 3 mitfahre, war ja irgendwo abzusehen. Ja, hätte ich mitgerechnet schon. Ja, dann wünsche ich dir und der Williams-Crew noch eine richtig schöne Afterparty, Tschüss! Ach, Aftershow-Party. Und GG an Patrick natürlich auch, das hatte ich gerade vergessen. Starkes Rennen, P3, schade um die Zeitstrafe. Danke, ja, Leute. GG auch. Ja, und dann machen wir weiter mit P1, bitte. Genau, Mike, Glückwunsch zum Sieg, Glückwunsch zur Konstrukteurs-WM hier in Liga 2. Ja, sag einfach mal. Fussel hat ja immer schön fleißig mitkommentiert und hat schon gesagt, du wolltest ihn, sollst ihm ein DRS-Fenster halten, aber sprich selber. Ja, also danke erstmal. Quali war ja zweiter Schuss, also letzter Schuss ungültig gesetzt, sonst wäre es vielleicht auch noch so P3, P2 vielleicht sogar geworden. Aber nichtsdestotrotz, ja, erste Teil des Rennens war nicht so schön, irgendwie in Zweikämpfe geraten, konnte meine Pace irgendwie nicht fahren und naja, dann, ja gut, das Rennen dauert halt was länger, ne? Und dann kam das Safety Car und ich habe mich entschieden, draußen zu bleiben, nee, reinzufahren und den harten zu holen und habe halt auch gehofft, dass auch kein weiteres Safety Car mehr kommt, dass ich damit durchfahren kann. Das war wirklich so auch das Ziel. Ja, und Patrick war lange Zeit vor mir und irgendwann habe ich mir gedacht, so jetzt versuchst du es mal. ERS-Tank war sehr voll und dann hat es auch geklappt zum Glück. Und ja, als ich dann gemerkt hatte, ich kann eigentlich aus dem Sekundenfenster so langsam rausfahren, guckte ich auf meinen Sprit und dann habe ich doof geguckt, weil ich hatte dann 6 Runden vor Schluss nur noch 0,1 Sprit gehabt. Oh. Und das war auch der Grund, warum ich dann Patrick ein DRS-Fenster gehalten habe. Weil A, muss ich natürlich Stift and Coast machen, ein bisschen Sprit sparen. Und B, war das aber auch ganz gut in dem Moment, dass ich eigentlich Patrick im DRS-Fenster halten konnte. So konnte er sich gut verteidigen. Und ja, so mit P1. Ich bin mehr als zufrieden. Endlich mal wieder ein Sieg. Und das ist doch ein super Omen für die nächste Saison. Ja. Gut. Nochmal GG ans Podium allgemein. Ja, von mir aus gibt es nichts mehr weiter zu sagen, außer die Saison in Liga 2 ist beendet. Und wir hören uns dann wahrscheinlich dann in 2 Wochen. So 2 Wochen, glaube ich, ging es wieder los. Wieder. Mick, hast du noch abschließende Worte? Ja, abschließende Worte natürlich. Erstmal Dankeschön also von meiner Seite auch an alle, die hier kommentiert haben, auch an die ganzen Ligaleiter, die ganzen Stewards, alle Fahrer und Fahrerinnen, Vergiss mal die Admins nicht. Admins, also natürlich die Chefetage von der RLO, aber dürfen wir auch nicht vergessen. Also eigentlich können wir der kompletten RLO danken, dass die Saison wieder reibungslos vonstatten gegangen ist. Sozusagen ist es heute eigentlich der Abschluss, weil der Liga 1 wahrscheinlich nicht morgen fährt mit 5 Fahrern. Ich freue mich schon aufs nächste, also auf in 2 Wochen. In Österreich geht es dann weiter. Rennen Nummer 1 in Liga 4. Da bin ich wieder mit am Start. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison und danke an alle. Da
bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich den Worten anzuschließen und euch noch einen schönen Abend zu wünschen. Richtig, bleiben Sie sportlich. Ebenso, ciao, ciao. Ciao.